Und da sieht man den Betrug. Das heißt, durch die Erhitzung verdampfen diese ganzen Vitamine und dann wird das künstlich zugesetzt, aber nur dieses eine Vitamin, obwohl da aber 36 normalerweise drin wären, damit es einigermaßen nach einem gesunden Saft aussieht. Und da werden die alle gleich verarscht. Herzlich willkommen zur Gesundheit mit Florian Sauer und Andreas Poffrath, deinem Podcast für ein gesünderes, vitales und glücklicheres Leben. Die Folge 2, krank trotz gesunder Ernährung. Florian, die erste Folge ist geschafft. Das ist ja immer die schwierigste Folge. Wir freuen uns heute auf die zweite Folge. Und ja, da geht es um ein Thema, wir haben es letztes Mal schon angekündigt. Krank trotz gesunder Ernährung. Ich sehe so viele Menschen, erlebe immer wieder so viele Menschen, Florian, die sagen mir, ja, also ich ernähre mich gesund. Also ich achte auf meine Ernährung. Ernährung ist wichtig. Vom Grundsatz her stimmt das ja auch. Aber wenn ich mich da mit den Menschen mal ein bisschen näher auseinandersetze und dann mal sehe, was sie so essen oder mal gucke, was sie für Krankheiten haben, wie sie aussehen, dann merke ich ganz schnell, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja? Dann wird im Bioladen eingekauft oder im Supermarkt, wo Bio draufsteht. Da werden für die Kinder, weil die ja viel Süß brauchen, ja, und Obst brauchen, wird dann Bio-Flaschensäfte gekauft. Oder also Vollkornbrot, Dinkelbrot aus der Bäckerei oder auch aus dem Supermarkt. Dann wird natürlich Biomilch, Biojoghurt gekauft. Was haben wir noch? Sojamilch, Bio-Vollmilchschokolade mit getrockneter Bio-Kondensmilch, Bio-Rohrzucker oder vielleicht noch Bio-Agaven-Dicksaft mit dabei. Und wie wir jetzt gelernt haben, unterm Strich nichts drin. In der ersten Folge hatten wir das Thema, dass in der Ernährung heutzutage keine Nährstoffe mehr drin sind. Ja, was sind deine Gedanken dazu? Vielleicht ist auch jetzt der eine oder andere, der hört sich und sagt, ja, wo ist das Problem? Ist doch alles gut. Genau, also ich sage immer Leben und Leben lassen. Ne? Grundsätzlich hat ja jeder erstmal ein anderes Leben und eine andere Vorstellung. Wenn ich mal auf diese Welt schaue, es gibt bestimmt 10.000 bis 15.000 verschiedenste Ernährungs- und Gesundheitskonzepte. Man kann also nicht sagen, eine Ernährung ist für alle gleich und so weiter. Aber hier geht es ja darum, mal Licht ins Dunkle zu bringen, also das, was uns alle betrifft, egal wo wir wohnen und welchen Ernährungs- und Lebensvitalstil wir so haben. Na, ich liebe diesen Satz, du bist, was du isst, denkst und tust. Und ja, Gesundheit kommt von innen nach außen und es zeigt sich im Äußeren. Die guten, aber auch die nicht so guten Taten oder Ernährungsphilosophie. Also mir geht es auch gar nicht darum, irgendjemanden zu verurteilen oder sowas. Ich bin ja selber lange Teil dessen jemand gewesen, der sich solche Sachen reingeschaufelt hat. Also als ich ausgezogen bin bei meinen Eltern, habe ich 3 Jahre lang so fast ausschließlich mich von Fertigpizza ernährt. Ja, also ja. Das war's. Aber der Grund, warum wir es ansprechen, ist ja, dass irgendwann die Rechnung kommt, die Quittung kommt. Und das ist ja eigentlich das Problem, dass wir gar nicht wissen, was mit uns da passiert, warum wir plötzlich krank werden. Hör zu. Du hast es vorhin so cool aufgezählt. Ja, mit den Flaschensäften, klar. Die Werbung macht's vor, es wird alles gut suggeriert, es sieht auch gut aus und der Saft schmeckt ja auch. Aber viele Leute wissen nicht, dass ja Flaschensaft im Keimfreiheitsgesetz auf über 100 Grad erhitzt werden muss. Und wir wissen ja jetzt, dass hier alle Vitamine und alle Antioxidantien kaputt gehen. Und deswegen sieht man auch zum Beispiel auf einer Flasche Möhrensaft, Bio-Möhrensaft von irgendeiner Firma, da stehen gar keine Nährstoffe hinten drauf, außer einer. Da steht hinten drauf Vitamin A. Und in Klammern steht drauf Provitamin. Und da sieht man den Betrug. Das heißt, durch die Erhitzung verdampfen diese ganzen Vitamine und dann wird das künstlich zugesetzt, aber nur dieses eine Vitamin, obwohl da aber 36 normalerweise drin wären, damit es einigermaßen nach einem gesunden Saft aussieht. Und da werden die alle gleich verarscht. Egal, ob ich in den normalen Supermarkt gehe oder in den Bioladen, die Produkte sind nicht besser. Zwar besser angebaut, aber im Endeffekt durch die Verarbeitung tot gemacht. Und das ist leere Zellfaser, Andreas, die du dann trinkst. Naja, jetzt nicht mehr, aber ganz früher haben wir das alle so gemacht und wir sind da jetzt bewusster, machen uns nicht mehr. So, was war das Nächste, was du da aufgezählt hattest? Vollkornbrot. Genau, Vollkorn. Also überhaupt mal das Brot. Muss ja nicht immer Vollkorn sein. Aber der etwas denkende, gesund lebende Mensch, der kommt dann zu unserem Kurs und sagt, ja, du ernährst dich gesund, hast du gesagt. Was ist denn das? Ja, ich esse Vollkornbrote. Oh, sag ich, oh Gott. Also Vollkornbrote sind ja viel schlimmer wie Mischbrote. Dann guckt er mich an. Erstmal wie ein UFO. Dann sage ich, nee, pass auf, ich will es dir kurz erklären. Dadurch, dass die Samen ja nicht angekeimt werden,
und jeder Samen ein sogenanntes Fressgift enthält, also einen sogenannten Reizstoff, dann erhöht sich diese Potenz bei einem Vollkornbrot, sind ja mehrere Körner drin, im Verhältnis zu einem Mischbrot. Beim Mischbrot habe ich nur Weizen drin, beim Vollkornbrot habe ich Dinkel, Weizen, Gerste, Hafer, Leinsamen noch dabei. Die ganzen Sachen sind nicht angekeimt, das heißt, die Potenz der Fressgifte, die der Samen nun mal hat, um sich zu schützen, sind da drin. Das heißt, auch das Potenzial von Klebereiweißen erhöht sich bei verschiedenen. Es gibt dem Körper mehr Stress bei der Verdauung. Deswegen kann man schon sagen, dass Mischbrote leichter verdaulicher sind wie Vollkornbrote. Ja, das auf jeden Fall. Aber es geht ja um die Ballaststoffe auch, ne? Ja, Ballaststoffe brauchen wir. Unsere Mikroorganismen freuen sich darüber. Und daraus kann auch Energie gewonnen werden. Aber hier geht es erstmal darum, dass die Auswahl der Getreidesorten und die Verarbeitung des Getreides nicht so ist, wie sich die Natur das gedacht hatte. Denn aus einer Gesundheitslehre, die schon über 10.000 Jahre alt ist, wissen wir, dass früher bei der Erfindung des Weizens, des Roggens, Dinkel, Gerste und so weiter, eigentlich die Idee war, dass die Menschen kein Fleisch essen sollten. Also hat man ein Weizen, also ein Gluten so zum Beispiel, gezüchtet, damit das als Eiweiß bioverfügbar uns die Möglichkeit gibt, Energie zu gewinnen, ohne dass wir Fleisch essen müssen. Aber was machen die Menschen heutzutage? Natürlich einen großen Fehler. Sie keimen das Getreide nicht vorher an. Und das Getreide wird nicht dextriniert, also das Mehl kurz angebacken, bevor es dann zu einem Teig verarbeitet wird. Und das ist das Problem, warum Vollkornbrote in einem normalen Bioladen nicht gesund sind. Aber es gibt Backstuben, Andreas, du wirst nicht glauben. Die bieten total tolle Brote an, die werden vorher angekannt, die werden dextriniert, die werden schon gebacken oder auch getrocknet. Und damit ist das Problem für dich vom Tisch und du wirst Energie davon bekommen. Du wirst nicht müde, du wirst keine Glutenallergie davon haben und es verklebt nicht dein Darm. Und damit ist die Lösung auch schon wieder da, es wirklich gesund zu machen. Ja, und es kommen noch weitere Punkte hinzu, wenn ich jetzt ein Brot kaufe vom Bäcker. Wer glaubt, übrigens der Bäcker, dass das Brot alles selber macht, der glaubt wahrscheinlich auch an Weihnachtsmann. Also da werden fertige Backmischungen da hingeschubst, ja. Dann steht da drauf, frisch gebacken, ja, das heißt ja erstmal gar nichts, ja. Also das heißt, das kann sein, dass das irgendwelche Teiglinge sind, die irgendwoher tiefgekühlt daherkommen, dann nur noch aufgebacken werden und dann ist das frisch gebacken, ja. Und das Brot ist 2 Tage später wieder vertrocknet, weil das künstlich sonst wie Hochleistungsteige sind. Naja, wollen wir nicht drüber sprechen, was das auch mit uns macht. Aber das war mal das Thema Brot. Das nächste Thema, was auch immer wieder sehr spannend ist, ist natürlich das Thema Milch. Milch ist ja super gesund, brauchen wir alle. Kinder müssen Milch trinken, ist in jeder Werbung drin. Wird sehr viel mit gespielt. Dann trinken wir halt Biomilch, ja, oder Bio-Joghurt. Was sagst du dazu? Die Menschen trinken nicht schon immer Milch. Das ist erst in der Nachkriegsgeneration, seitdem es den Fernsehen gibt. Hat die Industrie Geld investiert, um einen Vater an den Tisch zu setzen mit 2 Kindern. Und er hat gesagt, seitdem meine Kinder täglich Milch trinken, werden sie groß und stark. Ja, am besten Kuhmilch, heißt viel Masse, wenig Hirn. Ich möchte niemandem hier zu nahe treten, aber wir wissen einfach von der Genetik heraus, dass durch Kuhmilch unsere Knochen zu schnell wachsen. Aber ein Mensch, der braucht 18 Jahre, der ist ganz sensibel, so wie Ziegen und Schafe und Pferde auch, er hat einen langsamen Wachsrhythmus, weil er feinmotorisch ist. Und wenn er zu schnell wächst, dann wird er grobmotorisch. Das heißt, die Knochen können die Mineralien nicht speichern. Und wir haben dann die Problematik, dass wir beim Skifahren uns immer alle brechen, beim Anstoßen alles wehtut, weil einfach wir nicht eine gute Mineraldichte haben, die uns eigentlich durch die Kuhmilch suggeriert wird. Aber das Problem ist ja gar nicht eine glückliche Kuh oder eine unglückliche Kuh, also Bio oder nicht Bio. Sondern es geht auch hier wieder um die Verarbeitung. Dadurch, dass die Kuhmilch ultra hoch erhitzt wird, also über 150 Grad und homogenisiert, also auch gemixt in diesem Prozess, in dieser Verbindung über 60.000 Umdrehungen, werden die Moleküle der Kuhmilch so klein zerteilt, dass sie durch die Magenschleimhäute und die Darmschleimhäute ins Blut einsinken. Und das verklebt unser Blut und dadurch werden wir anfällig für Krankheiten und Keime. Das heißt, wir kommen in eine autoimmunproblematische Reaktion hinein. Und das ist die Herstellung. Die Kuhmilch, früher wurde als Rohmilch getrunken, Andreas. Da ging man zum Bauer, man hat eine Frischmilch bekommen, die hat sich 2-3 Tage gehalten, dann kam ein Gewitter, dann war sie sauer. Das haben wir heute nicht mehr. Das ist das Problem. Aber in dieser intelligenten Welt, wo wir uns wirklich so schnell auch entwickelt haben, muss man, weiß Gott, keine Kuhmilch mehr trinken. Ja, und früher war es immer nur dann die eine Kuh, vielleicht im eigenen Garten, sogar am eigenen Feld. Und heute hast du dann eine Mischung aus, weiß ich nicht, 2000 Kühen, irgendwas, was wild zusammengekippt wird, das macht das Ganze auch nochmal nicht besser.
Sehr gut. Und wir haben noch das Problem gehabt, früher wurden die Kühe erstmal vorgemolken, um den Eiter und das Blut rauszumelken. Gewaschen. Und dann ist man in den Hauptmelkvorgang gegangen. Das heißt, es war nie in der Milch Blut, Eiter oder irgendwelche anderen Flüssigkeiten mit dabei. Heutzutage werden die Kühe zusammengescheucht, werden mit abgekärchert. Ja, oder vollautomatisiert gemolken. Ja, also das gibt's ja auch. Richtig. Das heißt, alle Kühe haben entzündete Eiter, weil das hybride Kühe sind. Und deswegen hat man auch das Keimfreiheitsgesetz geschaffen, weil ja immer Blut und Eiter in der Milch mit drin ist. Und durch das Erhitzen werden die Keime tot. Und durch das Mixen kann sich der Eiter und das Blut nicht mehr trennen. Jetzt musst du dir überlegen, auf 100 Milliliter Kuhmilch sind 128.000 Eiterbakterien zulässig. Ich trinke seitdem keine Kuhmilch mehr, seitdem ich das weiß. Es werden uns Alternativen angeboten, Andreas. Was für Alternativen gibt es denn jetzt für die nicht mehr Kuhmilchtrinker? Ja, Sojamilch zum Beispiel, ja. Sehr cool, ja genau. Sojamilch. Und die gibt es dann frisch von der Kuh? Oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja, also wenn man mal guckt, wie das alles hergestellt wird, da wird einem ganz schwindelig, was da alles für abgeholzt wird. Tetrapack. Ja, dann in den Tetrapack, ganz genau. Aluminium beschichtet. Ja. Wunderbar. Ja, auch erhitzt. Erhitzt und gemixt. Da ist auch das gleiche Keimfreiheitsgesetz. Das heißt, alle Lebensmittel, die irgendwo verpackt sind, müssen entkeimt und erhitzt werden. Das sollte uns mal zu denken geben. Das heißt, uns werden ja gar keine frischen Sachen wirklich mehr angeboten. Und wenn, dann heißt es wieder gleich Rohkost und super Nährstoffe drin und so weiter. Da kommt man im ersten Moment gar nicht drauf. Dabei ist es so einfach. Andreas, in unseren Kursen, ja, wir zeigen ja immer den Leuten, wie schnell man aus Mandelpüree eine Mandelmilch mixt oder aus Buchweizmilch oder aus Hafermilch. Dann trinkt man auch diese vegane alternative Biomilch nicht mehr aus dem Tetrapack, weil man dann merkt, dass man verschleimt. Warum merkt man das erst dann, wenn man einmal was Gutes gemacht hat? Warum ist das so? Ich habe das früher auch nicht so erfahren. Das ist so, dass wenn der Körper einmal was Geiles kriegt, dann zeigt er dir, was ihm nicht mehr taugt. Und da muss man erstmal hin. Ja, und um die Reihe noch komplett zu machen, was hatte ich eben noch? Die Bio-Vollmilchschokolade. Ja? In meinem Zynismus bin ich da auch noch drauf eingegangen. Du wirst nicht glauben, wie viel Schokolade ich früher gegessen habe. Also in meinem alten Leben, sage ich mal, hatte ich an meinem Schreibtisch hier immer schön rechts meine Schublade, die war immer pickepacke voll mit Schokolade, ja, weil ich ständig meine Schokolade mir reingefuttert habe. Das war so mein Daily Drug, ja. Ich mache das immer noch so. Aber es war eine andere Schokolade, ist eine andere Schokolade. Also meine Schokolade war die aus dem Discounter. Ja? Namen darf ich ja keine nennen. Und deine Schokolade ist eine völlig andere. Aber die Leute, die meisten, sagen sich jetzt, okay, dann nehme ich mir halt eine Bio-Schokolade. Ist aber auch eine Bio-Vollmilchschokolade. Da habe ich gerade in Rage geredet mit Bio-Kondensmilch, Bio-Rohrzucker oder Bio-Agavendicksaft. Was ist denn jetzt da bitte schön dran auszusetzen, Florian? Ja, also erstmal das Vollmilchpulver, ja, das ist immer wieder bei der Kuhmilch, Kondensmilchpulver, ob es Bio ist oder nicht, das ist absolute Chemie. Ich würde mal sagen, Andreas, mach mal ein Beispiel, geh mal in einen einfachen Supermarkt rein und kauf dir die billigste Kondensmilch. Und nimm dir einen alten Teppich, den du zu Hause hast, fülle die Kondensmilch mal aus, du wirst innerhalb von wenigen Tagen ein Loch in diesen Teppich haben. Das heißt, diese Kondensmilch, ob gedrocknet, probier es aus. Ob getrocknet oder nicht, zerfrisst unsere Därme. Das ist konzentrierte Chemie durch die Verarbeitung. Die hat nicht in eine Schokolade reinzuhören. Ach. Ich sag's mal so, wie sieht für mich eine gesunde Schokolade aus? Die darf ich mir auf den Bauch schmieren, auf die Haut schmieren. Na, man sagt ja immer, die muss auch über die Haut verstoffwechselbar sein. Das heißt, ich will gar nicht wissen, was du alles so machst in deiner Freizeit. Ich schmiere mich mit Kakaobutter ein. Ach, Kakaobutter. Okay, das ist was anderes, ja. Ja, echte Kakaobutter macht eine Schokolade aus. Nicht entölter Kakao macht eine gute Schokolade aus. Nicht Agavendicksaft, sondern vielleicht Kokosblütenzucker oder roher Apfelsaft, also Dicksaft, macht eine gute Schokolade aus. Echte Vanille und nicht irgendwelcher Vanillegeschmack, den es auch in Bio wunderbar gibt und schön unter Gewürz verschrieben ist. Ja, und solche Sachen. Und mehr braucht's nicht in einer Schokolade. Vielleicht noch ein ätherisches Pfefferminzöl oder mal Orangenöl. Aber was wir heutzutage auch auf so einer Bio-Schokolade finden, da stellen sich mir die Haare zu Berge, weil ich sage, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht fair. Was spricht denn bitte gegen Bio-Rohrzucker? Ist doch schön braun und kein weißer Zucker. Ja, es ändert nichts, ob der nun gebleicht ist oder ob er nicht gebleicht ist. Ja, er hat trotzdem eine chemische Herstellung hinter sich, aber der glykämische Index von Zucker ist sehr hoch. Auch von Agavendicksaft ist sehr hoch. Das heißt, der Insulinspiegel rast in die Höhe und der Adrenalinspiegel geht hoch. Und das Adrenalin wird natürlich sehr schnell wieder abgebaut. Das heißt, das Insulin bleibt übrig, es entstehen Süchte, es entsteht Müdigkeit und es entsteht Aggressionsverhalten. Also wir sprechen hier über Reizstoffe.
Und das habe ich bei einer Rohkostschokolade nicht so. Diese Energie wird langsam abgerufen im Körper und ich kann sie in dem Alltag für mich nutzen. Ich habe aber bei viel weniger Essen eine höhere Befriedigung. Also meine Schokoladen damals, die waren sehr lang, doppelt Nuss drin und ich habe die mit einmal weggefuttert. Diese Rohkostschokolade zum Beispiel, die ich heute esse, da esse ich 2 Stückchen und ich bin total zufrieden. Das ist total harmonisch. Ich esse weniger, die kostet auch ein bisschen mehr, aber im Endeffekt ist es für mich günstiger, weil ich sie ja länger habe. Ja, okay. Florian, mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, aber einen Punkt habe ich noch, um uns die Sache jetzt noch komplett zu machen. Was ist denn jetzt bitte gegen Agavendicksaft? Also jetzt sage ich, okay, kein Rohrzucker, habe ich verstanden. Dann nehme ich jetzt Agavendicksaft. Ist der denn jetzt auch noch? Kann ich den auch nicht mehr essen? Na, es gibt ja mehr Agaven auf dieser Welt, wie es Agavendicksaft gibt. Ich meine, in jedem Supermarkt kriege ich diesen hellen Agavendicksaft. Dabei weiß man, in Rohkostqualität ist der Agavendicksaft dunkel. Da kostet so eine Flasche nun mal 6 Euro und nicht 3,80 Euro. Also puncht da irgendjemand. Damit nicht irgendjemand puncht, punchen fast alle, damit es gleich ist, damit es keinem auffällt. Das heißt, Flüssigzucker. Es wird mit Fructose vermengt, das Ganze. Und dann gibt es Lebensmittelgesetz, was irgendwie sagt, wenn da 30-50% wirklich Agavendicksaft drin ist, dann darf es so heißen. Und der Zusatzstoff, der ist ja keine Zutat, der ist ein Inhaltsstoff. Der muss nicht benannt werden. Und das ist für mich eine Schweinerei. Aber das sind jetzt alles nur so Beispiele. Im Endeffekt heißt es ja, dass durch die Verarbeitung dieser Produkte keine Mineralien mehr da drin sind. Und es geht doch nicht darum, was wir essen, Andreas. Es geht darum, Vitamine, Antioxidantien, gute Eiweiße, Mineralstoffe. Und ich könnte auch ein Stück Presspappe essen, wenn da genug Nährstoffe drin sind, wäre das nicht das Problem. Und der Mineralmangel, der zeigt sich in Problemen im späteren Leben. Ja. So. Genau, und das war was ich eingangs sagte. Das Problem, mir ist eigentlich egal, wer was isst. Das ist mir völlig Wurst, ja. Und ich würde auch grüne Presspappe essen, wenn ich davon gesund werden würde, ja. Also ist alles okay. Aber das Problem ist, dass die Leute krank werden und sie wissen nicht warum, weil sie sich ja gesund ernähren und sie keine Ahnung haben, was passiert. So, jetzt ist die Frage, wir sind ja jetzt schon ein bisschen fortgeschritten von der Zeit, wo man Teil 2 machen, wo wir ein bisschen drauf eingehen, was diese ganzen Dinge mit uns machen. Ja, aber eine Sache müssen wir einfach noch mit rannehmen, um das Gesamtverständnis zu schärfen. Ist einfach so, stell dir mal vor, du trinkst einen Liter Kuhmilch, ne, Liter Kuhmilch, der jetzt durch den Herstellungsprozess beworben wird mit Magnesium und Calcium. Diese Kuhmilch hat durch die Herstellung aber nur noch 15% des Eigentlichen. Noch dazu ist das schwer verdaulich, aber ist egal. Was macht denn der Körper? Der hat ja 100%. Die DNA und die Informationen sind drin. Er muss die Kuhmilch irgendwie trotzdem wieder vervollständigen, um sie verdauen zu können. Wo nimmt er sich die Nährstoffe her, die er nicht da drin hat? Also das wäre so dieses Beispiel auch beim Zucker. Ne? Durch die industrielle Verarbeitung wird dieser Zucker ja völlig aus dem Kontext gerissen. Normalerweise braucht der Körper zum Beispiel jetzt einen Apfel, um dieses ganze Spektrum an Mineralien und Vitaminen zu haben, um die einzelnen Stoffe zu verstoffwechseln. Jetzt sagt die Industrie, ich nehme diesen einen Stoff innen raus und den aber volles Rohr, ja, Zucker ohne Ende rein. Und das ist das, was du meinst. Der Körper braucht jetzt diese ganzen anderen Stoffe, um es zu verstoffwechseln. So, und was genau dann passiert? Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier einen Cut, machen Teil 2 daraus und dann gucken wir uns das mal genauer an, was da genau mit uns passiert, wenn wir uns so ernähren. Ich bin ganz gespannt drauf. Somit würde ich sagen, haben wir eine ganze Menge heute gelernt. Wir haben einmal gelernt, dass gesunde Ernährung nicht gleich gesunde Ernährung ist und dass es auch Auswirkungen gibt, über die wir uns wirklich mal Gedanken machen sollten. Insofern freuen wir uns jetzt auf den zweiten Teil, krank trotz gesunder Ernährung. Wenn dir die Folge gefallen hat, schlage ich vor, abonniere unseren Kanal Gesundzeit, damit du regelmäßig informiert wirst und dich bilden kannst. Denn unser Ziel ist es, Florian? Wir wollen, dass Wissen richtig vermittelt wird. Wir wollen, dass du in dein Potenzial kommst, für dich das Optimum herauszuholen. Und ja, es ist natürlich so, der eine weiß es, der andere nicht. Aber wenn du es weißt, dann kannst du es anders machen. Und dann wird sich das auch in deinem Leben sofort widerspiegeln. In Energie, Leichtigkeit, Gesundheit. Und dafür sind wir da. Genau, das ist unser Ziel. Und damit dieser Podcast bekannt wird, möchten wir dich bitten, uns zu unterstützen und zu helfen. Und um es etwas leichter zu machen, haben wir ein Geschenk vorbereitet. Und zwar haben wir für dich ein kleines Videopaket geschnürt, wo wir dir zeigen, wie du Kaffee, gesunden Kaffee selber machst, wie du Milch, die wir heute auch angesprochen haben, selber machen kannst, gesunde Milchalternativen, sehr lecker, Schokolade, wie du selber machen kannst, Rohkostschokolade, herrlich lecker, Rohkosteis mit vielen Nährstoffen drin. Dieses Paket bekommst du von uns geschenkt und alles, was du tun musst,
ist uns auf iTunes eine positive Bewertung für diesen Podcast zu hinterlassen. Genau. Und du hilfst uns. Genau, wie das geht, die Beschreibung findest du unter diesem Podcast. Aber ich sage es nochmal ganz kurz. Du gehst nach iTunes oder in deine Podcast-App, suchst nach unserem Podcast Gesundzeit oben in der Suchleiste, dann gibst du dort die Bewertung ab, zusammen mit einer kurzen Rezension. Immer dran denken, 4 Sterne sind 0 Sterne. Dann machst du einen Screenshot davon, von deiner Rezension, und schickst sie an mail@gesundzeit-podcast.de, und dann kriegst du von uns das Geschenk zugeschickt. Wir sagen schon mal vielen Dank dafür. Wir wünschen dir also jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Podcast und der Umsetzung der Tipps. Freuen uns aufs nächste Mal. Sagen bis dahin dein Florian Sauer und Andreas Paffrath. Bis dahin, wir hören uns. Ciao.